Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Let's play Lego Marvel Avengers. Da müssen wir lang hier. Und zwar suchen wir einen Söldner namens Ulysses Claw. Hier noch ein bisschen Sau rauslassen. Bin eh lieber mit Hawkeye unterwegs. Oh, da gibt es wieder was zum Scannen. Dieses Level, das wir jetzt spielen, heißt Wutanfall. Und ja, das hat mit Dr. Bruce Banner etwas zu tun, alias der Hulk. Das werdet ihr aber später noch sehen. Ein bisschen kaputt machen, dann ein bisschen schweißen. Wenn er mal machen würde, was ich mit meinem Stick hier mache, dann wäre das alles gar kein Problem. Da können wir das bauen. Dann kommen hier die Teile raus. Fliegen auch noch ein paar Teile rum. Ist hier noch was? Suchen, suchen, suchen. Ah, hier. Ja, jetzt können wir das zusammenbauen. Hopp, hier, den will ich. Genau den. Kann man das antreiben? Und dann gehen da diese Teile ab. Und dann wissen wir, dass das die AS Judge ist. Und jetzt müssen wir dann einmal ums Schiff rum, um aufs Schiff drauf zu kommen. Und um das Level starten zu können. Gott, oh Gott, da bin ich müde. Das gibt's doch gar nicht. Hier draußen ist alles klar. Geh mal auf die andere Seite des Schiffs. Wir müssen von außen hier an die Leiter. Kann man hier scannen? Los geht's.
geschafft. Wir müssen hier hoch. Hoch, zur Seite und runter. So, zack, haben wir das auch erledigt. Die Tür ist offen, würde ich mal sagen. Gerne wissen möchte. Okay, da geht's einfach nur hoch. Gehen wir rein. Dr. Bruce Banner zögerte zunächst ein bisschen, den Hulk mit den Avengers kämpfen zu lassen. Also haben er und Tony Stark Schutzmaßnahmen entwickelt, sollte der grüne Kerl herumfliegen. Die spezialisierte Iron-Man-Rüstung Hulkbuster kann überall auf der Welt durch Tonys Satellit Veronica eingesetzt werden. Klingt effektiver als cooler Jazz, Bongos oder eine Tüte Gummibärchen. Weil das nämlich am Schluss das Problem wird. Aber nicht mehr in dieser Folge, denn hier mache ich mal kurz einen kleinen Cut, denn dass wir dann wieder hinten raus, also wenn das Level aufhört, Platz haben und nicht auf einmal in einer Cutscene einen neuen Part anfangen müssen. Und deswegen mache ich hier mal kurz einen Stopp. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, wenn ihr dieses Video oder diesen Kanal so rum unterstützen wollt, durch ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part. Tschö, Mädel.